Also du hast da so eine Art von Zeichen wahrgenommen, wie so Fragen, die mich alle, ob ich hier schon lebe. Und da wurde das Wohnzimmer ein bisschen eng. Ja, saßen überall im Haus, auf der Treppe und überall. So, man hat das Gefühl, mit denen kann man richtig kuscheln auch. So, Kann man super. sich dran gewöhnen, ne? Ja. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir lesen nämlich normalerweise jeden Morgen fast, montags, mittwochs, freitags und auch sonntags aus dem Srimad Bhagavatam und auch oft aus der Bhagavad Gita, wie sie ist. Diese Bücher wurden alle übersetzt und kommentiert, erläutert von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und wir haben heute eine Sondersendung im wahrsten Sinne des Wortes, weil, wie ihr hier schon sehen könnt, wir haben zwei außergewöhnliche, besondere Ehrengäste heute aus Vrindavan, aus dem Erscheinungsort Krishnas. Es sind aus Deutschland ursprünglich und ja, wir wissen, aus der spirituellen Welt kommen wir ursprünglich wohl alle. Das ist die Vraja Sevika Devidasi und die Manjari Gopi Devidasi. Hare Krishna! Herzlich willkommen. Und ja, also die Manjari Gopi kenne ich schon bestimmt so, ja, das geht so auf die 30 Jahre, glaube ich. 25 Jahre, 30 Jahre ist mir Vraja Gopi irgendwie schon bekannt. Und Vraja Sevika kenne ich kaum, muss ich sagen. Aber ab und zu sehe ich dann so schöne Kuhschutz, Bilder auf YouTube. Nee, nicht auf YouTube, auf Facebook. Und habe dann irgendwie mitbekommen, Manjari Gopi hat es dann uns erzählt, sie geht jetzt nach Vrindavan und besucht Vraja Sevika. Sie hat dort ein Kuhschutzprojekt. Und ja, irgendwann kam mir der Einfall, was ist eigentlich mit Manjari Gopi los? Und was machen die da auf dem Kuhschutzprojekt? Und da habe ich gedacht, wir müssen die unbedingt mal einladen und dann können die das selber mal erzählen. Ich habe auch die Facebook-Seite geöffnet und habe sogar gedacht, dass wir ein paar Bilder oder ein kurzes Video auch mal zeigen. Dann könnt ihr uns das auch mal erklären. Aber ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Manjari Gopi an. Vielleicht kannst du uns Manjari Gopi kurz mal in einem Schnelldurchlauf, wie ein schneller Film, vielleicht mal so in 3, 4 Minuten mal sagen, was deine Stationen im Leben gewesen sind und wie es dich dann jetzt nach Vrindavan hingezogen hat. Und danach dasselbe machen wir dann mit Vraja Sevika. Hare Krishna. Ja, zum Krishna-Bewusstsein bin ich gekommen. Ich weiß die Jahreszahlen nicht mehr. Es war so mit 19. 19 bin ich in den Tempel beigetreten, war eine Zeit lang im Tempel, habe gelebt im Tempel eine Zeit lang. Danach viel gereist auch. Und dann hatte ich eine Zeit lang durch unglückliche Umstände habe ich das Krishna-Bewusstsein mal auch eine Zeit lang nicht so beachtet und habe einfach so ein ganz normales Leben geführt, mit Krishna im Herzen, aber halt ohne Praxis, ohne Sadhana. Und ungefähr 2012 hat mich Krishna wieder so ein bisschen zurückgezogen,
habe wieder langsam praktiziert, aber mehr so für mich zu Hause, wenig Kontakt gehabt zu Devotees. Und ich bin letztes Jahr, nach vielen, vielen Jahren, bin ich das erste Mal nach Vrindavan gekommen, seit langer, langer Zeit. Und habe die Basilika besucht. Und es haben sich unglaublich viele Fügungen ergeben. Und ja, Krishna hat irgendwie gezeigt, dass er, ja, komm wieder. Ich glaube, durch ihre Gebete auch ganz viel. Ja, und so hat sich das ergeben, dass ich jetzt auf einmal in Vrindavan gelandet bin seit September. Es ging alles ganz schnell, unerwartet. Ich bin gekommen letztes Jahr. Als ich gefahren bin, habe ich mir gedacht, so, oh, ich würde am liebsten da bleiben. Und wir hatten auch so ein paar, es waren ein paar Ereignisse hier bei meinem Aufenthalt. So ein paar Devotis kamen, haben mich gefragt, bist du aus Vrindavan, wohnst du hier? Und ich so, nein. Sehe ich so aus? Und alle so, ja, du siehst so aus. Also es war schon so, es war schon ein bisschen fünf Devotees, unabhängig voneinander, haben mich befragt. Und dann, Raja Sivika hat auch gesagt, bleib doch einfach da. Ich glaube, Giriraj möchte, dass du da bleibst. Ja, und so kam es dann. Ich habe dann, ja, jetzt bin ich wieder da. Jetzt bin ich. Toll, toll. Also du hast da so eine Art von Zeichen wahrgenommen, wie so fragen die mich alle, ob ich hier schon lebe. Und wenn ich dann rückfrage, sagen sie alle, ja, man hat eigentlich das Gefühl, dass du hier hingehörst. Ah, okay, super. Dann bist du jetzt seit wie vielen Monaten nonstop dort? September. Erst 3. September, 4. September bin ich gekommen. Also man kann so sagen, so fast 5 Monate. Februar. Toll. Na, ja, warte mal. Der 9., der 10., über 5 Monate schon, ne? September, Oktober, November, Dezember, Januar und jetzt haben wir, glaube ich, so den halben Februar um. Toll. Ja, sehr beachtlich. Dankeschön. Genau. Und Rajasevika, was sind deine Stationen im Schnelldurchgang? Und dann gehen wir nochmal auf einzelne Details noch ein später. Aber dass wir mal so einen Überblick bekommen. 1995 habe ich zusammen, also mein Bruder und ich, wir haben unabhängig voneinander am gleichen Tag Srila Prabhupada Bücher gekauft auf der Straße. Und ich habe ihm gleich erzählt, dass ich da ein ganz tolles Buch gekriegt habe. Dann hat er gesagt, ja, habe auch drei. Und dann, In welcher er hat Stadt war denn das? Tübingen Und und das war an der derselben Stadt? Srikata damit eine Srikata Prabhu anderen, die wohl die auch, ja, an verschiedenen Plätzen. Er hat es vor unserer Schule und ich habe es an der Bushaltestelle ein Buch gekriegt. Und dann, er hat immer mehr gelesen und ich habe ihn immer gefragt, hast du wieder in den Büchern gelesen? Erzähl doch mal was. Und eines Tages hat er dann gesagt, wir gehen da jetzt hin. Und dann sind wir nach Zürich in den Tempel und da haben sie uns, das Prasadam hat meinen Bruder sehr umgehauen. Und dann haben wir ein Kochbuch gekauft und alle möglichen Kassetten und haben ein Beat weggekriegt und Tilak und Kantimala. Und dann hat mein Bruder zu Hause gesagt, jetzt gibt es kein Bhoga mehr, also zum Essen. Nur jetzt nur noch Krishna Prasadam gegessen und er hat dann lauter neue Töpfe gekauft für Krishna. Und wir haben zu unserem Bruder gesagt, wir können jetzt nicht mehr mitessen. Es wird nur noch zu Krishna geopfert. Und dann haben wir öfters die Devotees eingeladen zu uns zu Hause. Und meine Mutter hat uns das ganze Wohnzimmer ausräumen lassen. Wir haben alle Bilder abgehängt, Bilder von Krishna aufgehängt. Und dann kam einmal auch Satchinandan Maharaj und 200 Devotees, glaube ich, aus Zürich und von überall her. Und Da war dann, das, da wurde das Wohnzimmer ein bisschen eng. ja, saßen überall im Haus, auf der Treppe und überall. Wahnsinn. Und als ich dann das Abi gemacht hatte und ein Jahr Praktikum
im Waldorf-Kindergarten, dann bin ich danach in den Tempel gezogen. Ich war erst 3 Monate auf der Farm zum Bagda-Programm und dann in Abenteuer und dann später noch ein paar Jahre in Heidelberg. Und dann hatten die hier an der Gurukul einen Teacher-Training-Kurs angeboten, wo man zum Gurukul-Lehrer ausgebildet wird. Sollte 2 Jahre gehen und ging dann aber nur ein Jahr, weil die Lehrerin schon alles in einem Jahr unterrichtet hatte. Da hatten Okay. wir dann morgens in der Gurukul geholfen und nachmittags hatten wir Unterricht und über Pädagogie und also wie man Lehrpädagogie und so. Und dann danach habe ich in der Gurukul gearbeitet, ein paar Jahre als Assistent von einer Ashram-Lehrerin. Und dann habe ich ein Jahr eigentlich Pause machen wollen, um Bhakti Shastri zu machen. Und dann habe ich auch noch ein bisschen Sanskrit und Hindi gelernt und bin dann gar nicht mehr Wow. in der Gurukul gelandet wieder, sondern im Kuhstall. Ah, okay. Wie kam das? Also du wolltest da eigentlich mehr so Lehrerin werden, wenn ich das richtig heraushöre? Ja, eigentlich hat es mir auch Spaß gemacht gehabt, aber die Gurukul hat dann auch den Platz gewechselt und das ganze Management hat gewechselt. Und dann habe ich ja eben angefangen, Hindi und Sanskrit zu lernen. Und dann bin ich mit His Holiness Radha Govinda Maharaj auch viel zu seinen Bhagavad-Seminars gegangen und mit anderen Devotees. Und dann irgendwie die Gurukul verloren gegangen. Der. Ah, okay. Und wie bist du dann beim Kuhschutz genau oder beim Kuhstall genau gelandet? Ja, das war eigentlich gar nicht so geplant. Aber wir haben halt vor unserem Haus waren so offene Felder, unbenutzte, wo halt viele Kühe und Bullen von der Straße herkamen. Und ich wollte die eigentlich nur füttern. Und dann habe ich Ah. halt angefangen, die zu füttern. Und eine Kuh hatten wir auch selbst. Und dann sind halt immer mehr dazugekommen und die sind gar nicht mehr weggegangen und die haben sich so gefreut, saßen dann immer schon vor unserem Haus und wenn sie irgendwas wollten, haben sie dann gemut und sie waren dann so erfreut, mich zu sehen und haben immer, ach, das ist meine Mathe, die wird mich jetzt füttern, sind mir überall nachgelaufen und dann habe ich halt, ja, dann haben die alle ihren Namen gekriegt und dann irgendwie konnte ich die nicht mehr im Stich lassen. Verstehe. Wow. Wie viele sind das jetzt? Wir haben halt so 25 Bullen und 5 Kühe, die hier immer wohnen. Wow. Jetzt, aber wir füttern auch welche, die von der Straße kommen. Das sind dann nochmal ungefähr 20 dazu. Ah, Und dann okay. noch ein paar Bullen, die so älter sind und nicht selber herkommen können, haben wir so eine Rikscha, wo wir Futter drauf tun und dann bringen wir denen Essen hin, zweimal am Wow. Tag. Ja. Wahnsinn. Das klingt ja nach einem ganz schönen Fulltime-Projekt. Also du bist praktisch von morgens bis abends damit beschäftigt, mehr oder weniger, ne? Und Sehr wie sieht beschäftigt. Also sehr sie ist immer beschäftigt. beschäftigt, immer, Ja, ganze das Zeit. glaube ich. Das kann ich mir vorstellen. Wie sieht denn euer Tagesablauf so aus? Wie fängt er morgens an und wie hört er abends wieder auf? Um 6 Uhr morgens tun wir das erste Mal Futter rein für die Kühe, Ja. Bullen. Und dann werden die ganzen Ställe sauber gemacht, den Kuh und Wasser, neu frisches Trinkwasser auffüllen und die Tröge halt putzen. Und dann, wenn das alles gemacht ist, im Winter machen wir so Weizenbrei noch oder aus Hirse oder aus Weizen, was wir ins Futter mit reinmischen.
Oder wenn wir kranke Polen haben, mischen wir die Medizin in den Brei, damit sie die auch essen. Und wenn das alles gemacht ist, gehen wir halt die nicht herkommen können, füttern mit der Rikscha. Und dann werden sie noch gebürstet ab und zu zwischendrin. Und dann halt insgesamt kriegen sie so fünfmal am Tag Essen. Aber wir haben Leute, die frisches Gras bringen, die zahlen wir, dass sie das bringen und die tun es selber rein. Also so drei, viermal am Tag kriegen sie frisches Gras und morgens und abends geben wir Stroh, wo man noch alles Mögliche reinmischt. Gerstenmehl, Senf. Ihr tut Senf in den Brei? Ja, also das ist so, wenn man so Senföl macht, dann bleibt so eine Art Kuchen übrig. Also so ein trockenes Senfbrot sozusagen. Das tut man dann einweichen und mit ins Futter mischen. Und so ist Kichererbsen, die Haut von den Kichererbsen zu Pulver gemacht. Es wird auch eingeweicht und mit reingemischt. Interessant. Und sag mal, wo hast du das gelernt? Hast du das von jemandem dort gelernt? Hat dir das jemand gezeigt oder hattest du aus Deutschland schon solche Erfahrungen? Habe ich alles hier von Leuten gelernt, die halt Kühe haben. Ah, okay. Also du hast in so einem Haus gewohnt, die Kühe, du hast die dann beobachtet und angefangen, die zu füttern. Und dann bist du so Stück für Stück immer mehr in die Details gegangen. Was macht man hier? Was macht man da? Wie bürstet man eine Kuh? Ja, die Kühe lassen einen auch oft wissen, gell, was sie brauchen. Die kommen dann so hier noch ein bisschen, geben dann ihren Kopf so her oder wo sie halt gestreichelt werden wollen. Verstehe. Wow. Okay. Ja, und wie muss man sich euer Leben sonst so vorstellen? Lebt ihr sehr, wir sagen hier in Deutschland, sehr asketisch und entsagt? Oder habt ihr da eine große King-Size-Badewanne in eurem Haus? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, verglichen mit Deutschland ist es schon ein bisschen einfacher, aber asketisch kann man nicht sagen, gell? Also, wir haben schon, was wir brauchen. Aber Badewanne und heißes Wasser und so gibt es hier nicht. Also, Okay, darf ich okay. kurz was sagen? Das Gerne, war jetzt gerne. der war ja gerade da und ich bin ja zu Gast hier im Haus. Und Ja. ich muss sagen, Badezimmer, das hat ja einen Gießer, nennt man ihn. Also ich kann mit Gas quasi Wasser erwärmen. Gibt es einen Heater sozusagen im Bad. Und es ist Ja. totaler Luxus, warmes Wasser zu haben, denn die Vraja Sevica unten, die kocht ihr Wasser auf der Gasflamme früh in einem großen Topf. Und also sie lebt auf jeden Fall mehr in der Entsagung als jetzt in dem Gästezimmer zum Beispiel. Ja, da ist mehr. Ja, das ist ein bisschen Komfort. anders. Der ganz groß, Verstehe. ne? Unterschied, wenn man den Wasserhahn aufdreht und es kommt warmes Wasser oder wenn man das vorher erst im Topf kocht und dann, Ja. ja, ist früher, ne? Wie früher die Menschen das gemacht haben. So. Kann man sich dran gewöhnen, ne? Ja. Genau. Wow, super. Ja, ich habe gedacht, wir können uns ja mal, ich habe hier so ein paar Fotos auf eurer Facebook-Seite gesehen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Okay, warte mal. Ihr konntet das alle sehen, ja?
Und auch hören? Ja, auch Und hören. wer sind diese Kinder? Willst du? Ja, das sind die Kinder, die in der Umgebung wohnen, die Nachbarskinder. Die kommen jeden Tag hierher und machen auch Kauseva, also Kuhdienst, also bürsten die Kühe und Ah, spielen mit den. verstehe. Ist ja nice. Das ist Okay. für die Warte dann. Ablenkung. Ja, dann. Warte, dann habe ich hier noch weitere Bilder. Warte mal hier. Das ist auch ganz nett. Und zwar hier. Hier, das ist Manjari-Gopi. Das Ja. ist Ananasuneri. Das ist unser neuestes Baby. Ah. Da hat sich eine Kuh reingeschlichen in unsere Bullen. Wir haben eigentlich das Feld von den Bullen getrennt. Die ist Ja. da eingezogen und dort eingezogen. Stehe. Und hier Ah ja. kommt gerade ein Bulle und guckt sich das Kind an und fängt an, ihn abzulecken. Schön. Okay. Und Also man hat das Gefühl, mit denen kann man richtig kuscheln auch. ja, wir haben einige richtige Kuschelbären, die also Knuddelbären, wie nennt man das? Okay. Ja. Wir eine Bürste geschenkt gekriegt, die hat man da gerade gesehen. Eine Kuhbürste. Und woher kriegt ihr das Futter? Da sind einige Bauern, die das anpflanzen und dann schneiden und dann herbringen, die das verkaufen sozusagen. Die sind aber total nett und die tun es selber dann in die Tröge rein Ja. und helfen uns auch oft. Also da ist schon manchmal ein Zaun umgefallen, als die gerade da waren oder irgendwas und dann helfen sie gleich mit den Zaun wieder aufzubauen. Sind wirklich ganz tolle Bredebasis, die das bringen, das Gras. Wow, toll. Ich glaube, das ist hier so eine Schleife, ne? Und ich sehe, manchmal tauchen hier noch andere Mata-Gs auf. Gehören die zu eurer Crew? Die kommen halt zu Besuch. Hm. Die eine, aber die würde am liebsten da bleiben, falls Krishna es erlaubt. Stehe. Den machen wir auch mal an. Ah. Helfen die Nachbarskinder gerade, die Bullen zu füttern. Ja, hier ist die neue Bürste, die gerade ausprobiert wird. Ah. Sind ganz Stößt. begeistert. Ja, sieht man. Ja, und hier hat Wow. sich ein Bulle verletzt und da musste der Tierarzt kommen. Da haben wir ihn festgebunden. Und hat das, konnte das geheilt werden? Ja, der ist schon, also der Tierarzt kommt nach wie vor jeden Tag, aber die Wunde ist schon viel besser jetzt. Ah, wow. Ah, ein neues Baby. Das war richtig, das neue Baby. Super. Ja, ich guck noch mal, ob hier was. Ja, hier sind auf jeden Fall sehr viele schöne Fotos. Vraja Sevika, kann sich deine Facebook-Seite jeder anschauen oder ist das alles so auf privat gestellt? Das kann jeder sehen, glaube ich. Ah, Also okay. muss man halt Brötzewika da sie eingeben und dann kann man selber gucken, mir auch gern die Fotos an. Es ist einfach so schön, die Kühe zu sehen. Wow. Ist sehr Die haben ja ganz schön Tempo angenehm. drauf. Ah. Ja, die rennen da zum Abendessen. Oh, wow. Gerade als das Baby kommt. Die. Ah, okay. Das Baby kommt jetzt gleich, oder wie? Video. Eigentlich müsste das jetzt dann kommen. Boah, das sowas habe ich auch noch nie gesehen. Und jetzt ist es Ja, da. das ist leider irgendwie festgesteckt gewesen und es kam nicht raus und dann haben die Nachbarn geholfen, es rauszuziehen. Und dann Wahnsinn. kamen die anderen und haben alle noch geholfen, mit
das Baby abzulecken und zu putzen. Ja, und da ist es. Ja, genau, das war die Mama mit dem Kind jetzt. Und Mhm. das ist wieder ein Nachbar. Und da haben Ja. wir eine kleine. Genau, warte, ich mache noch mal zurück, wenn das geht. Ich weiß nicht, ob man das zurückmachen kann. Ihr habt da so einen Govardhan-Berg nachgebaut. Weißt du das? Wo euer Govardhan-Berg ist? Das sind ab und zu mal Bilder drin, glaube ich. Okay. Hier. Wer ist das? Das ist ein kleiner Bulle, der von Nachbarn ausgesetzt wurde und der jetzt immer bei uns zum Essen kommt. Und der kommt auch abends rein und schläft bei uns nachts. Und morgens will er wieder raus. Aber nachts, also abends kommt er her und kriegt Abendessen und bleibt dann die ganze Nacht drin. Und auch tagsüber, wenn er Hunger hat, kommt er her. Er heißt Muradi. Und er ist richtig ein Kuscheltier. Ja, sieht man. Wow. Und das ist Opal. Der kommt Aha. auch immer, also der kommt auch von außen her zum Essen immer und zum Knuddeln. Toll. Dann haben die ja so noch, ich weiß nicht, sieht man meine Maus? Die haben ja so einen Höcker hier, die viele indische Ja. Kühe. Kann einer von euch mal erklären, was es mit diesem Höcker auf sich hat? Warum die ihn haben, weiß ich nicht, aber also unser Nachbar sagt, dass da der Sonnengott drin wohnt. An diesem Platz. Warum, Wow. also warum? Weiß ich. Ja, ist ja schon mal was. Der Sonnengott wohnt ja nicht einfach so auf dem Rücken. Toll. Also das sind alles eure Kühe hier und Bullen. Alles Bullen, die man hier gerade sieht, die von der Straße halt gekommen sind und dann angefangen haben, hier zu wohnen. Es ist ja so, dass die Bullen nicht mehr so viel machen wie früher, ne, in Indien, wegen den ganzen Traktoren. Und dann Ja. dann sind die so überflüssig geworden. Von den Kühen kriegt man immerhin noch Milch, aber die Bullen, wenn die nicht zur Arbeit eingesetzt werden, stimmt das? Ja, früher haben sich wohl, also was man hört von den älteren Leuten, haben sich die Bauern sehr gefreut, wenn ein Bulle geboren wurde in ihrem Haus und haben ihn sogar oft besser gefüttert als die Kühe, weil die ja viel Kraft brauchen und haben ihn wohl auch öfters mal die Beine massiert und überhaupt massiert. Und heutzutage, es ist leider öfter so, dass die Leute sogar sagen, ach, fütter sie nicht zu viel, die werden dann nur zu stark und wenn sie dann später auf der Straße wohnen, stören sie. Und ja, werden leider nicht mehr geschätzt. Verstehe. Dann haben die ja wirklich Glück gehabt, dass die euch dort gefunden haben. Ja, und wir auch, dass sie, dass wir ihnen dienen dürfen. Schön. Wow. Hätte ich ja eher so Respekt, was du da machst, hätte ich eher Respekt vor. Aber ihr kennt die Tiere genau. Ja, die sind also sind eigentlich sehr, sehr lieb. Ja, okay, hier wird sich in der Sonne gesonnt und die Kinder sehen auch sehr süß aus. Ja, die spielen total gern mit den Bullen. Und die spielen auch gern mit den Kindern oder nerven die? Die freuen sich da sehr, auch die Bullen. Aber die Kinder wissen auch genau, wer von den Bullen das gern mag. Und die sind Hm. irgendwie halt, weil seit klein auf mit den Bullen sind, die sind sehr, also Feinfühlig. sie wissen genau halt, wenn einfühlsam vielleicht, ja. Also die können genau sehen, welcher Bulle gerade geknuddelt werden will und welcher gerade was anderes machen will und dann wissen genau, wann sie zu wem gehen müssen, irgendwie. Für die Verstehe. Bullen ist es
Wahrscheinlich wie wenn sie massiert werden, die Kinder da auf ihn Ja. rumkrabbeln. Verstehe. Ja, hier ist dieser, könnt ihr dazu mal was sagen? Das sieht aus wie der Govardhan-Hügel und oben ist wohl auch ein Govardhan-Schila zu sehen. Vielleicht könnt ihr dazu noch was sagen. Ge der gehört zu eurem Projekt. Ja, das ist unser Boss. Chef. Ah, vielleicht könnt ihr das kurz erklären, für auch für die YouTube-Zuschauer, die vielleicht noch nicht so den blassen Schimmer haben, was passiert hier? Schila, also wir haben den Govardhan Berg nachgebaut also aus so normalen Steinen, die wir in einem Laden gekauft haben. Und der Govardhan Hügel ist ja zusammen mit Krishna, der ja ab und zu in der materiellen Welt erscheint, aus seiner Barmherzigkeit, und dann bringt er auch seine Reich. Heimat. Und der Berg Govardhan Hügel, der ist ja auch dort in seinem ewigen Reich und erscheint dann auch hier mit Krishna, wenn Krishna herkommt. Und der Govardhan Hügel ist ja einer von den besten Devotis von Krishna, weil er genau Krishnas Wünsche versteht und alles, was Krishna braucht für seine Spiele, stellt er zur Verfügung, und auch seinen Geweihten und seinen Kühen versorgt alle. Und gleichzeitig ist er auch Krishna selber, weil Krishna selber in dieser Form erscheint als Govardhan Berg. Und es wird halt gesagt, dass Krishna sich sehr, sehr freut. Krishna selber sagt, dass es ihn sehr freut, wenn jemand Govardhan verehrt. Und dann haben wir halt diesen Berg gebaut, und eine Freundin von mir waren wir dann am Govardhan Berg, und dann hat sie einem Pujari gezeigt, dass wir haben auch einen Govardhan im Garten gebaut, und dann hat er gesagt, ja, da müsst ihr einen Stein von hier mitnehmen, einen Schila, und ihn oben drauf. Und er hat uns Interessant. diesen Schila mitgegeben, Ja. und er hat gesagt, den können wir nicht mehr verehren. Und nur hat er gesagt, wir sollen ihn nicht aus Vrindavan rausnehmen, also nicht aus Braj rausnehmen. Verstehe. Und der guckt jetzt alles an, was wir machen, und hilft uns und organisiert alles und beschützt uns. Ah, toll. Und das ist eure Freundin, die nicht mehr weg möchte. Genau, die ist auch gerade hier, die Ishwari. Die ist Okay. aus Schottland. Zeig mal dein Gesicht. Warte, warte mal, dann muss ich mal zurückschalten. Ah, Hare Krishna. Super. Sehr erfreut. Mein. Freut mich. Toll. Ja, dann, wie viele seid ihr denn? Wie viel Das gehören ist zu der eurer Crew? Param Shriya. Hare Krishna, Mataji. Aber ich bin hier seit 2 Wochen. Ah, du sprichst Deutsch, dann, weil du meintest, sie kommt aus Schottland. Ich komme aus Schottland, aber ich habe in Deutschland gewohnt, ein Ah. bisschen seit, so ich kann ein kleines bisschen Deutsch. Ah, okay. Du bist jetzt seit 2 Wochen Ja, aber dort? schon zum zweiten Mal. Ah, okay. Und Und 1 Monat überlegst. in Mai. Okay. Und du überlegst, ob du vielleicht länger dort bleiben willst. Genau. Ja, ich will hier bleiben. Das ist mit dem Kühen, mit Raj Sevika, mit dem Giridhar. Ist ganz toll. Und ganz, ja, ein ganz schöner Ort für Bhajan auch. Es gibt viel, ja, die Natur hier ist ganz, I can't speak German right now, aber es ist ganz, ganz toll hier. Ich habe alles gut verstanden. Danke. Ja, Ja, es ist sehr toll. ich frage mal die MTB-Nektarhummeln, alle, die heute live dabei sind, ob sie an euch auch noch bestimmte Fragen haben, irgendetwas, was sie auch wissen wollen. Also hebt da gerne, macht euch gerne bemerkbar mit Händen oder schaltet ein Mikrofon ein. Ich sehe hier Martina. Martina, ich blende dich hier mal mit ein. Hare So. Krishna, danke, Krishna. das ist so schön zu sehen, wie die Kühe
das so genießen wie die Kinder und wie ihr alle mit ihnen da schmust. Also es ist total super schön. Und wie ist es, melkt ihr die Kühe, geben die Milch? Also abgesehen natürlich von der einen Kuh, die jetzt gekalbt hat. Wie ist es da mit den Milchgeschichten? Wir melken gerade gar nicht, weil wir lassen einfach die Kinder mit den Kühen zusammen sein. Zuvor haben wir ab und zu genommen, was die Kinder nicht trinken können, aber wir haben im Moment gar niemanden, der die melken kann. Und die Kinder trinken einfach alles gerade. Und ihr Okay. habt denn, ihr macht denn, ihr habt, nehmt denn keine Milch irgendwie? Im Moment nicht, nee. Ja. Wir hatten einen Kuhhirte davor, der ab und zu gemelkt hat, aber der ist gerade nicht mehr da. Und ist auch okay für uns, können die Kinder alles haben. Du bist auch, wenn du mal kommen willst, du bist immer willkommen. Ja, Du kannst tatsächlich. uns die Also tatsächlich komme Kohlen ich. knuddeln. Ja, danke für die Einladung. Ich suche dich mal auf Facebook und dann melde Genau. ich mich bei dir. Schön. Ich setze den Link, den Facebook-Link, den setze ich in die Videobeschreibung und dann kann jeder sich da mal hin manövrieren. Ja, wunderbar. Und was mich auch interessiert, wie weit seid ihr denn vom Krishna Balaram-Tempel entfernt? Es sind nur so 12 Minuten zu Fuß, oder? Ah, okay. Das ist ja nicht so dramatisch weit. Zu Fuß sogar. Richtung stadteinwärts oder stadtauswärts? Ja. Weißt du, wo früher der Kuh seinen Kuhstall hatte? Wer? Kurma Rupa Prabhu, der Ich Prabhupada Schüler. glaube ja. In dieser gleichen Richtung. Okay, super. Ja. Und wenn du in der Kolonie noch weiter hinterläufst, dann. Gut. Schön. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr uns mal einen Einblick gegeben habt in eure Welt. Ah, hier, Bernd möchte auch noch eine Frage stellen. Warte, Bernd, ich blende dich mal hier mit ein. Ja, Bernd, jetzt bist du auf Leitung. Ja, ich wollte an dieser Stelle ein bisschen Werbung noch für Vajra Sevika machen. Bachari Prabhu und ich sind derzeit mit Vajra Sevika zusammen bemüht, eine Website zu erstellen für sie. Also wir wollen sie auch im Internet zugänglich machen, dass sie ihre eigene Website hat für ihr Kuhschutzprojekt und auch für ihre kleine Kuhkohl. Was sie ja nicht erwähnt hat, ist halt, dass sie auch Kinder unterrichtet. Derzeit sind es wohl 7 Kinder. Ob sie Oh. 6 bis 7 Jahre, die sie halt in Rechnen, Schreiben, Musik, Kunst und verschiedenen anderen Fächern unterrichtet. Das sind die Kinder, die in der Nähe praktisch neben ihrem Haus wohnen, in der Umgebung. Und das macht sie auch mit ihrer eigenen vedischen Kultur bekannt. Ja, und bringt sie auf natürliche Weise auch mit diesen Kühen zusammen, also auf diese natürliche Art und Weise mit den Kühen zu leben, was eben besonders wertvoll ist. Und diese neuen Generationen, die daran wachsen, diese Kultur, diese ureigene vedische Kultur zu vermitteln. Wir finden eben, also Bacchahari und ich halt, ihr Projekt sehr, sehr wertvoll und haben uns dann mit ihr und sind darüber eingekommen, dass wir halt zu dritt dann praktisch so eine Webseite machen, dass auch in den Westen Fenster geöffnet wird für alle Menschen, die hier wohnen, um ihr Projekt allen zugänglich zu machen. Also mit Videos, mit Bildern, mit Projektbeschreibungen und so weiter. Wir sind so ziemlich jetzt im letzten Viertel, bevor wir dann diese Webseite dann online gehen lassen. Und ich denke, dass wir so Ende März dann soweit sind, dass dann das online gestellt wird. Und da kann sich dann auch jeder über Vajra Sevikas Webseite dann über aktuelle Geschehnisse und so weiter dann informieren können. Wow, super. Ich würde es nochmal so ein bisschen als Werbung mit Ja, Schleichwerbung. gerne. Genau, kannst du auch direkt als schöne Torte uns ins Gesicht. Braucht keine Schleichwerbung sein. Du hältst uns da auf dem Laufenden. Abonnieren.
Habt ihr eigentlich schon unseren Vedavox-Kanal abonniert und die Tempelglocke aktiviert? Ich würde euch dann einfach, wenn das soweit ist, dann würde ich das dann euch einfach zusenden und dann kannst du das in das tägliche Bhagavatam dann praktisch noch mal reinbringen für alle Interessenten. Ja. Gerne, super. Ja, Manjari Gopi und Vrajasevika, habt ihr vielleicht noch ein Schlusswort über die Bedeutung von Kuhschutz, warum das wichtig ist, warum man das auch in Deutschland mehr beachten sollte? Ja, die Kühe sind, ich meine, Krishna liebt ja alle Lebewesen und eigentlich sollten wir nie, überhaupt gar niemand leiden lassen, oder? Aber Kühe sind ihm halt am alle. Und wenn die Kühe unglücklich sind, dann bedeutet das automatisch, dass die Menschen auch nicht glücklich sein können. Also wenn die Kühe leiden müssen, dann bedeutet das, dass die menschliche Gesellschaft sehr viel schlechtes Karma kriegt und dass Krishna auch nicht zufrieden sein wird mit dieser Gesellschaft. Und dann gibt es Kriege und Seuchen und alle möglichen Naturkatastrophen. Und auch, man kann dann keinen wirklich Fortschritt im religiösen Leben machen und auch nicht im, das Herz geht einfach kaputt. Man verliert das Mitleid, man verliert das Verständnis von wirklich Religion. Man verliert seine eigenen Wurzeln sozusagen auch. Und ich sehe, die Kühe können einem wirklich ganz arg helfen. Es ist sehr heilend, mit denen zusammen zu sein. Und die geben einem so viel Liebe und so viel Zufriedenheit und Geduld. Und man versteht viel mehr, wenn die Kühe verbinden einen auch gleichzeitig mit der Mutter Erde mehr und gibt einem so den Wunsch, finde ich, dass man verliert irgendwie den Wunsch nach unnötigen Sachen, wenn man mit den Kühen zusammen ist und hat den Wunsch einfach besser dienen zu können und mit Gott zu sein. Wow. Und ja, eine Gesellschaft, die Kühe missachtet, glaube ich, da missachtet man sich selbst auch. Team. Ihnen sehe, glaube Da kommt gerade einer unserer Bullen und der will was essen. Das ist der Beam. Zeig mal den Beam. Hey, Beam. Guten Appetit. Du weißt schon, dass du jetzt Welt bekannt wirst. Okay, sehr nice. Ja, also da kriegt man wirklich Laune, euch bald mal zu besuchen. Und Manjari Gopi, von dir noch ein Schlusswort? Ja, es ist, also wenn man mit den Kühen zusammen ist, dann denkt man automatisch an Krishna, weil Krishna, was macht der den ganzen Tag? Der ist draußen mit den Kühen den ganzen Tag, von früh bis spät. Und wenn man die Kühe kennenlernt, mit ihrem eigenen Charakter, jedes so individuell, und man kann einfach Krishna verstehen, warum Kühe ihm besonders lieb sind, weil sie sind ganz besondere Wesen. Und wie sie schon gesagt hat, also man bekommt so viel, wenn man einfach nur Gemeinschaft hat mit Kühen. Die sind so tugendhaft und ich kann es nicht in Worte fassen, was passiert, aber es macht wirklich das Herz zufrieden und glücklich. Ja, glücklich. Wow, ja. Super. Genau, hier noch aus dem Chatfenster für euch ein paar Kommentare. Moment. Also der Clemens sagt auch, er kommt auch vom Dorf und er mochte sie auch immer schon gerne. Und ja, warte mal. So, die Kühe genießen das sichtlich. Und Julia und Maria und Ole aus Portugal schreiben, vielen Dank, es ist so schön, euch und die Kühe zu sehen. Das macht mich sehr glücklich. Kühe waren schon in meiner Kindheit meine Lieblingstiere. Und Clemens schreibt, da geht echt das Herz auf. Danke euch vielmals. Hare Krishna. Ja, ich würde sagen, wir rufen dem
Raja, Bhumi, Kuhschutzprojekt mal alle zum Schluss, zum Abschied noch ein Haribol zu. Schaltet doch alle gerne mal eure Mikrofone ein, wenn ihr mögt, sogar eure Kamera. Wir würden uns riesig freuen. Die bestimmt auch. Der Beamer freut sich auch, wenn er uns vielleicht mal Haribol rufen sieht. Also, ich zähle den Countdown runter gleich. Vraja Sevika und Manjari Gopi und, ich habe ihren Namen vergessen, war das Ishwari? Ja? Seid ihr bereit für ein Haribol? Ja. Okay. Also, ich zähle den Countdown runter. 3, 2, 1. Haribol! Herzlichen Dank. Und ihr könnt ja vielleicht noch einmal den Hare Krishna Maha Mantra uns vorsingen und wir singen euch einmal hinterher. Lasst die Mikrofone ruhig an. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Hai. Giriraj Maharaj ki jai. Hai. Gaura Premanandi. Hari Hari Bol. Hari Hari Bol. Super, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.